Es folgt ein Lied von Hermann Leopoldi, das an Aktualität nicht verloren hat, der Krankenkassenpatient. Ich bin ein Kra und Kra Krankenkassenpatient, der zum Doktor nur rennt, wenn die zählt. Und weil halt nur 3 Monate gültig der Schein, renn ich alle 3 Monate hinein. In jedem Stock Beamte, ein ganzer Schock Beamte, sehr freundliche Beamte, nur kennt sich im Haus kein einziger aus. Der Erste sorgt auf 203, der Zweite sorgt auf 302, der Dritte sorgt auf 410, zum Chefarzt müssen's gehen. Und dann fahr ich mit dem Paternoster auf in den 3. Stock, 4. Stock, wieder mit dem Paternoster, oh, wie in den 1. Stock, 2. Stock, wieder mit dem Paternoster auf in den 3. Stock, 4. Stock. Und nach allen diesen Fahrereien hab ich endlich meinen Schein. Lieber Herr Luis, es ist sehr bitter, sagt der Zahnarzt, als er mir in meinen Mund hineingesehen. Ich muss machen eine Brücken, denn sie haben da vorne Lücken, die Hintern da sind auch nicht schön. Da haben's mein letztes Zanderl, so geben's mir schon einen Riss. Ich brauch kein goldenes Krantl, ich will ein neues Gebiss. Er tut mir Zähne reißen, der gute, brave Mann. Jetzt kann ich's wieder beißen auf Meißner Porzellan. Aber ich kann nicht liegen seit einer Woche. Ich hab mir hinten was verstaucht oder gebrochen. Meine Frau, die tut darauf bestehen, ich soll zum Doktor gehen. Nein, 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 nicht. Aber es hat mir weh dann und unterbrochen. So bin ich schließlich doch zum Kassenarzt gekrochen. Der holt sein Stethoskop heraus und sagt, ziehen Sie aus. Nein, nicht. Ja, was haben Sie denn heute los? Was sind Sie denn so empfindlich? Wir wollen nur Ihr Herzklopfen hören und wissen, wovon Sie sich nähern. Dann legen Sie sich auf den Bauch, weil hinten beklopfen wir Sie auch. Dann tun wir Sie röntgenisieren, das Beischel, die Leber, die Nieren. Und wenn ein Bett dann frei ist, was vielleicht erst nächsten Mai ist, dann lassen wir sie von der Kasse 3. Klasse reparieren. 25 Betten in einem Raum, nach einem Jahr erfüllt sich mein Traum. Am nächsten Morgen ohne Pardon führt man mich schon zur Operation. Der Herr Professor, der steht maskiert, er schleift das Messer und dirigiert. Duftende Wolken hüllen mich ein, ich krieg ein Räscherl ganz ohne Wein. Und noch im Halbschlaf kommt es mir vor, als hör von fern ich der Ärzte Chor. Legt's auf, ich schneid's auf, was liegt schon dran, weil man auf der Welt nicht ewig leben kann. Hat der Pächter, war nicht richtig der Befund, hat der Glick, na gut, dann wird er wieder gesund. Hallo!